Grüß euch, ich habe einen neuen Blödsinn gebaut. Und zwar, es ist Igor 3.0, nennt sich dieses Ding. Ja. Es hat vielleicht ein oder zwei Fehlversuche gegeben. Das Video hätte auch, eigentlich hätte schon lang fertig sein sollen. Wir haben auf der Landwirtschaft oben gibt es eine Böschung. Sie ist echt schon empfindlich steil, unangenehm zum Mähen. Du kannst mit normalen Rosenmäher eigentlich nicht mehr arbeiten. Im Prinzip gibt es nur eine Möglichkeit, und das ist mit der Motorsense, Freischneider, Schnirl, wie man dazu sagen will. Ich habe mir gedacht, in meiner unbändigen Weisheit, ganz einfach, ich kaufe mir einen kleinen Rosenmäher, mache den ferngesteuert, das Problem ist erledigt. Also ich kaufe mir gleich einen Rosenmäher und baue einen Gach um, ist mittlerweile ein einjähriges Projekt geworden. Bis ich dann so weit gekommen bin, von diesem kompletten Low-Budget-Geschichte zu was Vernünftigen, und es hat einen Igor 1.0 gegeben, hat nicht funktioniert, also für alle, die überlegen, mit Scheibenwischermotoren von einem Golf 4 vorne funktioniert es nicht. Igor 2.0 ist dann schon gefahren, nur wer billig kauft, kauft teuer, und das gilt auch beim Rosenmäher. Was ich nicht bedacht habe, also für mich als alten Kfzler, Traktormenschen etc., ganz klar, wenn ich wo gerade runterfahre oder gerade auffahre, ist Steilheit kein Problem. Außer bei billigen Rosenmähermotoren, die haben eine sogenannte Schleuderschmierung, wie jetzt weiß, und die reagiert da nicht ganz so geil drauf. Also haben wir jetzt einen neuen Motor auch noch gebraucht. Im Zuge dessen habe ich noch ein paar kleine Upgrades gemacht. Schaut selbst, wir montieren es jetzt schnell und dann reden wir noch mal kurz über den Igor persönlich. Das war das ganze Hexenwerk. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen oberflächlich gewesen, das Zusammenbauen, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder genau den Rosenmäher kauft und genau das Setup nachbaut. Wir gehen jetzt ein bisschen ins Detail. Ich will es euch schon genau sagen, wie man es machen kann, noch was für ein Schema. Ja? Ihr könnt jetzt echt profitieren aus meinen Fehlern. Mir ist jetzt darum gegangen, das nahezu in Perfektion auszuüben. Von perfekt sind wir noch weit weg. Ja? So gut ich kann halt einfach. Ja? Wie ihr es im Thumbnail gesehen habt, das ist ein echt Rosenmäher. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung alles, was ich finde, verlinke ich. Ja? Dieser Hechtrosenmäher, das ist ein 55 Schießmethode, ist ein 144 Kubik reiner Mulchmäher. Ja? Mir ist das Chassis sehr gut gefallen und ich gebe euch zu bedenken, der kostet 250 Euro. Und für alle, die nur in ebenen Garten mähen wollen, ja, für die wird es ziemlich wurscht sein. Ihr könnt es auch in originalen Hechtmäher verwenden. Ja? Aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr Böschungen mähen wollt, wird der originale Hechtmäher Öl spucken, das war's. Ich habe jetzt von der Firma Remdi Augs, ich sage es offen und ehrlich, sie haben mir einen Versand geschenkt, wenn ich es erwähne. Ich muss aber dazu sagen, ich hätte es auch erwähnt, ohne irgendein Goodie. Und zwar, ich habe meinen Rosenmähertraktor, diesen Flock kennt ihr vielleicht, dort ist auch schon ein Motor von einer drinnen. Von Low Budget sind wir jetzt schon weit weg. Ich verlinke euch auch den Honda Motor, da sind wir jetzt in der 170 Kubik Klasse. Der hat fast doppelt so viel PS wie der Hechtmäher. Ich glaube, der hat knapp 6 und der Hechtmäher um die 3. Ja, und der sollte bis 45 Grad können. Nicht nur, dass die Schmierung dafür ausgelegt ist, auch die Benzinzufuhr hat eine kleine Pumpen. Wenn er jetzt extrem steil fährt, geht einem der Sprit nicht aus. Der Motor. Da kriegt ihr mal vom Typenschüttel Aufnahme. Da habt ihr mal die Fernbedienung. Reicht mir. Die hat 200 Meter Reichweite. Wir haben vier Motoren. Das sind Getriebemotoren mit einer Ausgangswelle, die hat 17 mm und
ist gerichtet für einen 6 mm Keil. Die Motoren sind IV 24 Volt mit 72 oder 75 Umdrehungen in der Minute. Die gibt es auch mit 112 und 150. Also ich kann euch sagen, von der Kraft her, als Tipp, wenn ihr ein wenig einen spritzigeren Rasen mehr haben wollt, könnt ihr auch die 112er nehmen. Dann geht er um ein Drittel schneller, kannst du sagen. Das heißt, der fährt jetzt 3,6, 3,8 km/h und dann wird er wahrscheinlich G5, 6 km/h. Ich habe es über AliExpress gekauft. Ich werde mir jetzt dann beim Schnitt hinsetzen und wirklich suchen, ob ich es noch woanders finde. Die haben 24 Volt, 250 Watt, das mal 4 auf den kleinen Mäher. Nur kurz gesagt, wie ihr die Motoren montiert, jeden selbst überlassen. Ich gebe euch nur eine Sache zu bedenken. Ihr kennt es vielleicht alle diese China-Fahrzeuge und auch diese, die bauen seitlich sehr viel auf. Die machen vielleicht 50 cm, der Mäher ist aber 80, 90 Grad. Ich habe circa der halbe Raffen, wird nicht vom Messer abdeckt. Alles andere Mitte, also wir haben ein Außenmaß, ein relativ schlankes und ich kann relativ schön am Rand zu, wie man. Ja. Ich habe es jetzt so gelöst, ich habe praktisch diese Winkel, das waren die Dinger, wo der Griff angeschraubt war. Die haben wir da hergeschraubt mit zwei Schrauben. Die waren bei mir ja praktisch inkludiert. Da ein Schrauben. Da ist ein Schrauben drinnen. Man sieht es vielleicht von da unten ein bisschen. Und dann habe ich das Loch und das Loch auf 10 mm aufgebaut und eine 10er Quintstange durch. Warum? Ihr müsst euch das so vorstellen. Man unterschätzt es. Das Ding hat um die 50 Kilo. Und wenn der mit den vier Gummiraffen am Asphalt steht und ihr dreht es noch im Gras, da wirken schon heftig viel Kräfte drauf. Das schätzt man echt. Zu den Reifen. Kleine, große Raffen kriegt man wie Sand am Meer. Kleine Raffen. Die Felgen, das sind, sage und schreibe, 4 Zoll Felgen. Das sind von Sackkarren. Die kriegt man in alle möglichen Formen. Wichtig ist, wir wollen Geschraufte haben in unserem Fall. Dann habt ihr von Fredestein. Das ist nicht ein reines Werbevideo in Wirklichkeit, aber vorweg gesagt, mir hat sonst keiner irgendwas gezahlt, außer den Versand vom Motor. Fredestein 3.0 4 Zoll. Ich fahre jetzt 0,8 Bar Grad und da kann man es noch schön drucken, dass es noch ein bisschen arbeiten auch. Die Radnarbe. Ihr habt erwähnt, das 40 mm langen Motor, 17 mm im Durchmesser mit einer Keilnut. Und vorn ist ein 8er Quint drin, ein normales metrisches Rechtsquint. Ja. Klar, ich hätte es aus Metall machen können. Ich habe jetzt keinen 17er Bohrer, dann habe ich mir einen 17er Bohrer gekauft, den habe ich instant abgestochen, ich bin einfach gesteppert dafür. Und habe mir dann gedacht, so, jetzt könnt ihr mir alle gern haben, ich druck mir das einfach aus. Habe mir das zwar gezeichnet, ja. Habe mir 4 Stückchen ausgedruckt. In PETG, 100% Infill. Das ist jetzt die zweite Version. Die erste Version habe auch viel weniger, nur mit 25% Innenleben. Hat auch gehalten. Bis dato macht das ein gutes Bild. Ich habe natürlich hinten das gleiche System gehabt, wie ihr es vorher schon gesehen habt. Da aus Metall für meine zwei Batterien. Eine kleine Kiste baut, wo die Batterien genau reinpassen und rundherum ein bisschen an Schaumstoff rein, dass sie nicht scheuern auf dem Metall. Ja. Die Batterien haben 12 Volt, 12 Amperestunden. Die haben wir jetzt in Serie geschalten, somit haben wir 24 Volt, 12 Amperestunden. Ja. Ich kann euch sagen, vom letzten Testlauf vom Igor 2.0, was ein motortechnisches gleiches Setup war, weit über eine Stunde Laufzeit. Und nur immer 30% Akku gehabt. Die Batterien, ihr könnt euch da frei austoben. Ihr könnt es auch mit Lithium, mit Lipo-Akkus, Lithium-Ionen-Akkus, was ihr wollt. Ihr müsst euch nur Gedanken machen beim Grundsetup. 12 Volt, 24 Volt. Aber ihr habt so meinen Anhaltspunkt. Also mit 24 Volt, 12 Amperestunden, 1 Stunde fahren mit 4x 250 Watt Getriebemotoren. Das ist schon ganz geil. Zu dem Kistel da. Die hat nämlich relativ angenehme Eingänge da hinten. Wir haben einmal Notaus und einmal dieses Teil, das kostet ein Bagatell, kann man dann seinen Akku einstellen. Und es ist recht angenehm, wenn man hier geht zum Meer und man sieht, wo man steht mit dem Akku circa. Ja. Die Lüfter, zu denen komme ich gleich, sind bei dem Fahrtenregler, bei dem Setup, wie es ich jetzt habe, gar nicht notwendig. Und jetzt kommen wir zur Magic. Rückseite vom Hauptschalter, da habe ich Plus natürlich drüber rennen. Und so schaut der Rest aus. Das ist noch nicht final. Ich bin am überlegen, ob ich nicht da fix ein Ladegerät einbaue, dass das immer beim Meer ist. Ja. Wir haben einmal in Empfänger von der Fernbedienung. Dann haben wir da einmal RC-Relais. Ja. Das Relais, je nachdem, wo es anhängt, so wie es jetzt angehängt ist von mir, wenn es in Kontakt zur Fernbedienung oder einen Strom verliert vom Fahrzeug, macht das Relais praktisch zu und verbindet die zwei Kabel da miteinander. Ich habe da den Zündungsunterbrecher draufhängen und habe praktisch, da habt ihr das Kabel, da eine,
Das ist vom originalen Zündunterbrecherschalter der Stecker. Da bin ich drauf gegangen und daneben habe ich auf Masse das schwarze Kabel hingeschraubt. Und wenn ich jetzt den Funk verliere, die Fernbedienung abdrehe oder Arm abdrehe, mache das Relais zu und kill den Motor. Bin jetzt kein Sicherheitsfanatiker, aber das war sogar mir wichtig. Ja? Und dann kommen wir zum Herz von dem Ganzen. Und dass ich zu dem, was ich da jetzt drin gekommen bin, ich lege euch jetzt nicht an. Fast 10 Stunden Internetrecherche. Der hätte eigentlich einen eigenen Porn verdient, der Fortenregler. Dieser Kytron irgendwas, ja. Es gibt einen Regler, das ist praktisch so der Bentley drunter, ja. Das ist der Sabertooth, der 30 Ampere Regler. Der kostet starke 200 Euro, ist nie lieferbar. Ich habe es echt ein halbes Jahr versucht, dass ich einen kriege. Keine Chance. Bis man dann zu blöd worden ist und mir eine Alternative zum Sabertooth-Regler gesucht habe und bin dann auf diesen asiatischen Nachbar. Ich will es jetzt gar nicht verschreien, also es ist echt ein geiles Teil, eine super Vorarbeit. 170 Euro, kann von 12 bis 30 Volt, plus er kann das Signal von der Fernbedienung mischen. Sprich, wir fahren mit dem rechten Joystick mit allen Motoren geradeaus, vier oder zurück, und mit dem linken Joystick, links, rechts, mischt er Kurven eine. Und wenn wir stehen und wir drücken links, rechts, dreht er sich im Stand. Da ist eine kleine Anleitung dabei, so ein schemenhafte Zeichnung. Dieser kleine Zettel reicht und der komplette Regler ist erklärt. Das ist die ganze Box und da habe ich praktisch zwei Stehbolzen in die Batterien reingeschraubt. Die sind ja da drunter, wie ihr seht. Zwei Löcher bohrt und der Strom ist im Kastel. Brauche ich gar kein Kabel, das taugt mir sehr, weil ich mag Kabel nicht. Ich würde sagen, optisch ist er gelungen. Ja. Noch was kurz zum drüber nachdenken. Optimale Schnitthöhe vom Gras zwischen 4 und 6 cm. Er ist jetzt eher auf der hohen Seite, so zwischen 5 und 6 cm Schnitthöhe. Er ist nicht höhenverstellbar. Ich kann das Messer unten ein bisschen in der, auf der Kurbelwelle verschieben mit Beilagscheiben. Ja. Ich wollte unbedingt einen Mulcher haben und der ist schön Mul. Ich will einen schönen Schnitt haben. Ja. Platzieren wir jetzt draußen, wieder ein paar Kameras aufbauen und dann gibt es natürlich nur ein kleines Einsatzvideo. Hey Leute, auch wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht es nicht. Wenn ihr mal habt, werdet ihr ganz sicher sagen, ohne dem kann ich nicht mehr leben. Macht an mir zumindest innerlich sehr glücklich. Ich weiß, es klingt blöd und es ist echt so, ja, aber es ist wirklich geil. Also viel Spaß mit dem Ausprobieren jetzt und wir sehen uns im nächsten Video.